Ah, ich muss noch weiter Lagerstufe erhöhen. Ist nicht hoch genug. Wie hoch muss er denn sein? Weiß ich nicht. Brauche jetzt 20 Holz und 18 Leder. Warte mal, Leder. Ich hab, nee, Wolle ist das. Ich hab Leder, 12 Stück. Ja, ich habe 8 Leder, auch nur 2. Was ist hier noch drin? Ah, ich wollte. Kerze. Okay. Wo Ich will mal bist dieses du? eine. Ich will mal kurz das eine Ding hier fangen. Achso, ich dachte wegen Leder. Achso, brauchst du es gerade? Warte ganz kurz, ich komme sofort. LOL! Der hat mich einmal gehauen, ich war tot sofort. Oh, jetzt haben sie keinen Hunger, sondern sind hungrig. Da muss ich was. Ich Jetzt fahre brauche ich mal erstmal noch in die. eine Bärenfarm. Die arbeiten, die nicht hungrig sind. Bären sagen. Ich bin schon wieder tot. Ja, das Ding hat mich auf den Kicker. Ich hoffe, es gibt keine Obergrenze, wie oft man sterben darf. Nee. Ach nein. Digga, die Base und dieser erste Stützpunkt sind einfach zu nah beieinander. Ich bin irgendwo auf dem Berg gespawnt. Stimmt, dein Name war gerade auch auf chinesischem Zeichen. Ah, hier ist dein Loot. Ja, ich hol's. Ich wollte das Ding da hinten fangen. Das hat mich aber zweimal getötet jetzt. Dinosom. Ja. Hab nur einen Versuch, weil ich nur einen Dings habe. Voll. Ich hab's. Kann ich dir das irgendwie geben? Nee, ich glaube, das geht nicht. Man kann es ja nicht vom Inventar oder so werfen. Ja, aber ich glaube, die wollen das noch einführen, dass man die tauschen kann oder so. Ja, wäre sinnvoll. Muss mal kurz meine Rüstung reparieren. Ah, die Level werden synchronisiert auf die anderen, wenn die stärker sind, okay.
ich immer noch mein wie kann ich Holz. noch mal meine Punkte auszahlen? Du gehst auf Tab und dann rechts Werte erhöhen. Hab's, ja. Inventar, da. Ja, ich muss noch 9 Pals fangen. Dann habe ich noch eine Tutorial-Mission erfüllt. Ich muss immer noch dieses eine doofe Lamm fangen. 9 Pals. Ja, 9 Stück noch. Und dann habe ich 30 gefangen. Ach so, insgesamt Pals, ja. Bist du noch in der Base? Ich komme gerade zurück. Hast du noch Leder? Ja, 12. Ich bräuchte 2. Kann dir alle geben, warte. Ich brauche nur 2. Der Rest ist zu viel. Ja. Wie teile ich die denn? Kannst du nur in der Mitte teilen. Einzeln nehmen. Hey. Ich leg 12 Stück ab. Ach nein, halt, falsch. Ah. Warte. Hier muss ich ablegen. Ich brauche ein bisschen Stein und Holz, dann kann ich die Quelle. Ich habe die 4 Leder wieder hier hingelegt. Danke dir. Brauche ein bisschen Holz. Ach, meine Backende. Also meine Fuak-Ende. Fuak. Bekomme kein Holz. Wie lange muss ich hier stehen? Du musst deine Axt nehmen und abbauen. Ganz normal. Funktioniert so nicht. Hä? Ich hab mich da vorgestellt und ganz normal. Warte. Ich kann mit F Holz abbauen, aber das dauert ewig. Ja. Ja, das ist ja eigentlich für die Pals, wenn die Fähigkeiten haben, dann können die da arbeiten. Okay. Aber wir können da auch. Geht schneller. Cool. Was denn? Ach, du kannst reiten. Und ich muss essen. Erstmal gießen. Nein, ich muss erst was essen. Da glaube ich mir jetzt die Beeren von den Pals. Da brauchst du eh nicht so viele. Ich denke mal so 3-4 Stück, dann bist du eh voll. Nein, ich musste alle. So, ich gehe mal gucken, ob ich das eine Ding hier fangen kann. Als eine Schaf, was ich brauche.
Das ist ja cool, ich kann reiten und gleichzeitig angreifen. Praktisch. Also ich kann das Pokémon dann quasi, also dieses Mal steuern. Und den Loot aufsammeln. Das ist gut. Ja, muss ich extra absteigen. So. Ich frage mich, welche Level wir Dings haben müssen. Die Base haben müssen, damit das endlich funktioniert. Alter, wie schnell das ist. Ich will auch reiten. Kann man das Ding auch auf einem Flugding da positionieren? Auf so einem Flugkanal? Das ist extra eins für das, aber wenn du bei Technologien schaust, da kommen für die einzelnen PALs Sattelgeschirr. Ich glaube, für die fliegende Flugdinger ist nichts drin, ne, wie das aussieht. Ey, aus diesem Pinguin kannst du eine Panzerfaust machen. Praktisch diese Pinguine. Da sind auch unbekannte Gegenstände drin. Ja, habe ich auch gesehen. Da kannst du bestimmt auch coole Sachen draus machen. Habe mich von meinem eigenen Kleider erschreckt und dachte, es wäre ein Feind, Gegner. Bauer heiße Quelle. Wie kann man denn eine heiße Quelle bauen? Es wird existieren so oder nicht? Oh, ich habe ein Verbrechen begangen. Oh. Wie denn das? Okay, wenn man Passanten angreift, ist man ein Verbrecher. Okay. Jetzt werde ich gesucht. Okay. Vielleicht, wenn du dich demnächst einem Passanten näherst, dass du da vielleicht Probleme bekommst. Oder irgendwelchen Milizen. Ja, Hast du jetzt beides? wir sind Ja. Wachen. Hast du jetzt eigentlich beides gebaut?
Einmal das Geschirr und einmal das diese Halsband. Ja. Was macht das eine? Also das Halsband sorgt dafür, dass dieses Pokémon Pal mich begleiten kann und ich kann noch ein zweites rausrufen. Oh, das ist cool. Vielleicht kann man ja mehrere von diesen Halsbändern machen. Ja. Passen aber auch nur auf diese spezifischen Pokémon, ne? Ich mach mal welche, ich guck mal, wo ich sie draufsetzen kann. Wer eins haben oder nicht haben. Ja. Dein Name ist von weit auf Chinesisch, wenn du näher kommst, ist es Dings. Normal. Alter, die Milizen suchen mich überall. Ich glaube, da muss ich mich stellen, das loszukriegen. Die Frage ist, was ist die Bestrafung dafür? Weiß nicht. Verbrechen. Tim, ich habe jetzt dieses Halsband gebaut, ne? Ich find's aber nicht. In meinem Inventar. Das wird automatisch angelegt, wenn du das Pokémon dafür hast. Woher sehe ich, welches es bekommen hat? Das geht nur mit diesem einen Pokémon. Mit diesem Daedrim. Okay, das wird erklären, warum der als neben mir läuft. Das jetzt habe ich verstanden. Ja. Also ich brauche ihn nur mitführen und der ist automatisch draußen. Und das Halsband? Setzt er auch automatisch an? Ja. Okay, welches hat es jetzt bekommen? Ich weiß es nicht. Hä? Wie steigst du denn auf ein Reittier? Mit F. Hier gebe ich auf, weil das einen Sinn. Ich hoffe, die jagen mich nicht ständig jetzt.